Hallo an das Kollektiv der Wassermänner. Wir schauen in die Energie der kommenden Woche. Bitte bedenke immer, es ist allgemein und es kann nicht auf jeden zutreffen. Was ist für den einen oder anderen Wassermann in der kommenden Woche wichtig? Ein neues Kapitel. Etwas Unbestimmtes und eine kleine Verwicklung, eine Komplikation mit der Schlange. Es kann aber auch durchaus für ein neues heilendes Kapitel stehen, welches sich bereits ankündigt. Das Schiff, deine Traumreise, deine Reise per se ist hier bereits schon voll im Gang, dein Seelenweg. Allerdings kann das Schiff auch manchmal für deine Sehnsüchte stehen. Etwas, was bereits auf dem Weg ist und dementsprechend kündigt sich hier auch schon die Veränderung mit den Störchen an. Und die Störche haben den Reiter im Gepäck, also der Wassermann hier schon mal ein Glückskind in der kommenden Zeit, denn der Reiter bringt gute Nachrichten. Ja, Heilung also per se für den Wassermann. Mal gucken, was das Tarot dazu sagt. 5 der Kelche. Ja, Schmerz zu lassen, Trauer zu lassen und damit auch Enttäuschungen rausnehmen. Ich weiß, die Luftelemente haben das nicht unbedingt so mit dem Gefühlsleben auf der Zunge. Sie leiden eher innerlich. Aber auch das innerliche Leiden darf irgendwann mal beendet werden, lieber Wassermann. Und dementsprechend komm wieder zurück in deine Kraft. Aber auch gleichzeitig in deine zahme Seite, damit du wieder auf andere Menschen zugehen kannst, wenn sie auf dich zukommen. Ja. Der Kelchkönig fällt raus. Ein Geschäftsmann kann damit angesprochen werden. Ein Mensch, der erfolgreich ist, der sehr tatkräftig ist, sehr geerdet ist. Aber auch jemand, der natürlich ganz wie das Element Luft nicht unbedingt so im Gefühlsleben schwelgt. Nichtsdestotrotz darf es jetzt hier ein wenig intimer werden mit den 3 der Münzen. Es kann natürlich das Arbeitsthema auf dem Tisch liegen. Die 3 der Münzen ist natürlich auch das Thema der Qualifikation, der Zusammenarbeit. Und weil wir hier natürlich auch die tatkräftige Person drin liegen haben, kann es sich auch um eine, ja, kollegiale Verbindung handeln, wo jetzt ein wenig enger zusammengearbeitet werden darf. Dadurch oder darum müssen natürlich auch vorher erstmal alte Enttäuschungen rausgehen, Wunden endlich heilen dürfen, damit du wieder voll im Saft stehst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? 3 der Kelche, hier die Karte der Zusammenkunft, der Freude, der Dankbarkeit. Also auch da geht es darum, wieder etwas näher zusammenzurücken, möglicherweise auch mit dem Freundeskreis. Und dann geht es hier luftig weiter mit dem Narren. Ein Neuanfang, zurück in den Ursprung, in die Unschuld, Neustart. Ja. Keine alten Energien mehr mit dir herumschleppen und hier komplett ausbalanciert mit der Mäßigkeit wieder zurück in die Führung, in dein eigenes Feuer, Antrieb und in dein eigenes Gefühlsleben, dein Treibstoff, der dich voranbringt. Also wieder Leidenschaft, Feuer und Flamme fassen für bestimmte Angelegenheiten. Und dafür musst du natürlich wieder gezähmt sein, in Anführungszeichen, damit du vorwärts kommst. Jetzt sind hier noch 2 Karten rausgefallen, und zwar einmal der Kelchkönig, eine gefühlsklärende Energie. Da ist der Künstler, da ist der Therapeut, und da sage ich auch bewusst immer, ihr könnt auch sehr gut bei anderen Menschen die Gefühle klären, auch wenn ihr eigentlich eher Menschen des Verstandes seid. Ihr geht da rational an die ganze Angelegenheit ran. Aber ihr dürft eure eigenen Ratschläge auch gerne selber beherzigen. Ja, wie gesagt, hier Verlust.
Angst, Ängste, Trauer, Wut, Enttäuschung rausnehmen. Die Fässchen einmal leeren und den inneren Gefühlskampf endlich beenden. Dann kommt hier nämlich auch mit dem Feuer neue Energie rein, mit der Sonne. Die Sonne auch eine Thematik, die sagt, es ist Zeit jetzt für Versöhnung, für Glück, für Zuversicht, für Unbekümmertheit, für Erfüllung, aber auch wieder für Warmherzigkeit. Jetzt werde ich noch eine Karte ziehen als Ratschlag, was ihr in der kommenden Woche auf jeden Fall tun solltet. Und eine, was ihr vermeiden solltet. Ja, was solltet ihr tun in der kommenden Woche? Zwei der Kelche, die Karte der Anziehung. Ja, ihr zieht hier schon Dinge in euer Leben rein. Und dementsprechend ist es auch gut, jetzt auf diese Anziehung, auf dieses Ergebnis, dieses Resultat drauf zuzugehen. Also das, was ich eigentlich auch schon gesagt hatte, wieder offener werden, wieder wärmer werden, wieder mehr ins Gefühl reinfinden und dementsprechend eure Chancen auch wahrzunehmen. Und was solltet ihr in der kommenden Woche auf jeden Fall nicht tun? Mal gucken, was da rausfällt. Die Schwertkönigin auf jeden Fall nicht abblocken. Ja, nicht gefühlskalt sein, denn das ist der Negativaspekt der Schwertkönigin. So sehr ihr eure Unabhängigkeit auch mögt, so sehr kann es auch dafür sorgen, dass ihr auf andere Menschen, ja, gefühlskalt und wirkt und dementsprechend auch als einsam rüberkommt, im negativen Aspekt, weil ihr eben eure Warmherzigkeit nicht an den Tag lasst, ans Tageslicht kommen lasst. Also kommende Woche Zeit für ein bisschen mehr Wärme, für ein bisschen mehr Sehnsucht und ab rein ins Vergnügen. Ja, hier darf es etwas intimer werden, offener werden. Schöne neue Woche.